Die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter stärken ist das Ziel des Lehrgangs bei Springreiterin Rebecca Golasch. Vor allem das Springen eines Parcours in der Halle stellt an Pferd und Reiter einige Herausforderungen, die es durch ein harmonisches Miteinander zu bewältigen gilt. Also die Sprünge kommen sehr schnell und daher ist es wichtig, dass die Reiter mit dem Pferd in der Lage sind, mehr Weg einzubauen zwischen den Sprüngen. Das heißt, die Ecken tiefer auszureiten, um das Pferd für den nächsten Sprung auch dementsprechend gut vorzubereiten und wir sagen auch für Füße zu haben. Das kontrollierte Reiten im Parcours ist unerlässlich, um die angeforderten Höhen überwinden und die Linienführung korrekt reiten zu können. Auch Luisa ist in der Ausbildung ihrer jungen Stute sehr darauf bedacht, Probleme in der Basisarbeit anzugehen, um langfristigen Erfolg zu haben. Das ist bei meinem Pferd sehr wichtig, da sie sehr grell ist und sehr gerne zum Sprung will, dass ich sie auf den Füßen behalte und sie auch mal enge Distanzen reiten kann, ohne dass sie mir in den Sprung reinrennt. Und das haben wir hier extrem geübt und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt am Ende. Gut, Oberkörper, lass den Kopf oben, Luisa. Sehr gut. So, wieder aufs Hinterbein. Ho, außen dran. Gut, und ho, 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 ho. Sehr gut. Die Stute ist sehr jung, die hatte jetzt über den Winter auch Pause gehabt. Man sieht ein bisschen längeres Pferd, ne? Man müsste gucken, dass sie durch die Ecken, dass das Hinterbein noch ein bisschen stärker aktiviert wird, dass die Stute auch ein bisschen mehr auf die Füße ist durch die Kurven, dass eine Luisa dann auch den Sprung noch besser treffen und anreiten kann, dass das Pferd was Kühle mehr zeigt und mit dem Rücken hochkommt. Beide, sowohl Luisa wie auch die Stute, sind sehr positive Persönlichkeiten. Pferd macht sehr gut mit, Luisa setzt sehr gut um, nimmt alles auf und versucht auch alles richtig zu machen, was ihr eigentlich auch gut gelingt. Also macht sehr viel Spaß mit den beiden. Roxette kämpft immer für mich und da ich sie auch komplett selber ausgebildet habe und so, kennen wir uns eigentlich ziemlich gut. Auch wenn sie vielleicht manchmal dann mit einem längeren Bein springt, dann ist sie dennoch sehr vorsichtig und macht einen Fehler auch selten zweimal, sondern wenn sie ihn einmal gemacht hat, dann passt sie danach auch ziemlich auf. Ich strebe auf jeden Fall an, dieses Jahr auch eine Springpferde M zu reiten und halt verstärkt in L-Springen und Springpferde L einzusetzen, aber jetzt nicht unbedingt gegen die Zeit reiten, sondern noch auf die vernünftige Ausbildung von dem Pferd achten.